Tipps für Ihre Sicherheit von Kriminalrat AD Lothar Schirmer. Es geschah unlängst gar nicht weit von unserem Funkhaus. Ein seriös gekleideter Herr klingelte an der Wohnungstür einer Rentnerin, gab sich als Mitarbeiter der Rentenberechnungsstelle aus und erklärte, dass eine Rentenerhöhung von 150 Euro ins Haus stehe. Weil aber die Überweisung der ersten Rate zu lange dauern würde, wolle er das Geld gleich bar auszahlen. Na, da freut sich doch jedes Rentnerherz und deshalb war die Frau auf seine Bitte hin auch gleich bereit, Wechselgeld zu holen, weil er angeblich nur große Scheine bei sich habe. Als sie mit dem Portemonnaie, in der ihre heimlichen Rücklagen waren, in die Stube kam, bat der Herr um ein Glas Wasser und ein Stück Brot, weil er angeblich Tabletten nehmen müsse. Getrunken hat er allerdings nichts, denn als die Frau mit dem Wasser und Brot zurückkam, verschwand der Mann aus der Wohnung, um angeblich noch Akten aus seinem Auto zu holen. Naja, und mit eben diesem Auto ist er auch verschwunden, nicht ohne den gesamten Inhalt des Portemonnaies der Dame mitzunehmen. Also, erzählen Sie Ihren Verwandten, die im Rentenalter sind, dass es besagte Rentenberechnungsstelle gar nicht gibt. Und sollte es tatsächlich eine Rentenerhöhung geben, dann erfahren Sie das garantiert schriftlich.